So, willkommen zurück zu einem neuen Video Monster Hunter 2. Und wir waren stehen geblieben bei Begib dich zum Wendewald. So, ich habe aber währenddessen hier schon mal ein bisschen gelevelt. Wieder mal. Jetzt sind wir 37. Richtig krass. Einfach nur die ganze Zeit da die Prüfung gemacht. Immer A gedrückt. So, gut, dann gehen wir jetzt mal zu diesem Wendehammer. Warte mal. So. Kann ich auch direkt auf meine Map zugreifen? Ich muss hier hin. Was haben wir hier? Computer. Könnte ich. Kann ich hier rein zoomen? Nee. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Machen wir mal, keine Ahnung, wo ich war. Machen wir Nachmittag. So, dann gucken wir mal hier auf die Map. Wir müssen hier hinten runter. Das heißt, wir holen uns hier den Sprung und gehen von da oben dann runter. So. Was sind hier meine Piefe? So. Dann. Achso, wo ist mein Reittier? Reittier! So. Reiten wir nach unten. Ist das richtig? Irgendwie nicht. Wir werden schon über die Brücke. Warte mal. Das beleuchtet? Ich muss da irgendwo hoch. Da hier. Ups, das ist ein Tier. Ich dachte, das wäre ein Ast. Darüber? Nee. Kumpel, ich denke nicht, dass das ein Monster ist. Sag mir nicht. Ich komme da verdammt nochmal nicht rüber. Ich wollte mich doch veräppeln. Ich muss doch nur hier runter. Achso, da ist der Berg im Weg, ne? Das heißt, ich müsste. Echt jetzt mal. Ich kann nur. Mann, ganz toll. Ich porte mich jetzt mal dahin. Hallo, porten. Oh, ja. So. Warum ich denn? Ja, da habe ich mich doch hingeportet. Da bin ich doch. Mann. Ha. Probieren wir es so. Wo ich hinkomme. Okay, wir gehen da. So, dann einfach links halten.
Okay, machen wir doch mal. Sammeln natürlich unser Zeug ein. Was ist das? Bienenstock. Mit. Was sollte ich mal anfangen? So Eier zu farmen, damit ich irgendwelche Viecher kriege, mit denen ich ja, die Wände hochklettern kann. Ach, Wände bald gefunden. Ist's ja nicht. Wir müssen drei Kinder finden, weil wir uns die kleinen Racker kriegen bestimmt schon Angst. Die Kinder verstecken sich vielleicht. Monstern. Wir sollten uns das hohe Gras ansehen. Ein gutes Versteck. Das hohe Gras. Okay, hier ist nicht zu viel zu sehen. Dann suchen wir doch mal das hohe Gras. Monsterhöhle. Da ist doch... Was sehe ich denn da? Hier, wo ist er? Welche Richtung? Ah, es gibt hier wohl einen Katzenwarenstando. Ja, hier gibt es einen Katzenwarenstando. Hallo, hallo, Katzenwarenstando. Okay, das ist immer noch hier. Yay, so. Da hinten ist nix. Dann gehen wir mal. Ui, da lang. Dann links. Rechts. Schickes Monster, schickes Monster. Ich bin mal weg, ne? Oh, da hinten ist eine Truhe. Und was? Zwei Bitterkäfer gefunden, ne? Bitterkäfer. Ist ja schick, Bitterkäfer. Da ist auch noch was. Eine Kiste. Hallo? Kiste öffnen. Hallo? Alter, was ist denn mit dir? Bisschen Geld. So, hier geht's weiter. Hier. Knochen. Schick. Was ist da? Oh. Nix. So. Das sind hier für ihr Garten. Hier noch Knochen. Bin ich in die Kiste? Irgendwo. Ach, da eine blaue Kiste. Pflanzenfresser-Stimulant. Ja. Ich glaube, ich renne im Kreis. Hä? Im hohen Gras? Ich habe die Map durch. Okay. Dann. Wo ist denn jetzt die blöde Kiste? Da hinten war ich noch nicht in der Ecke. Bisher kein hohes Gras gesehen hier. Ist kein hohes Gras. Komisch hier. Giftmesser erhalten. Was ist denn hier? Hohes Gras. Hier lang. Impressive display of kinship.
gehört. Hier gibt es echt kein großes Grasfeld. Das gibt es auch bei Äppeln. Oder meint ihr hier die Buschhügel soll ich durchforsten? Oder hier so. Boah. Wieso sind denn hier so viele Monster, ey? Nerven ja voll. Boah. Ist da auch noch einer, den ich schon nicht bekämpft habe? Jagia. Aber guckt euch das mal an. Ich bin Level 37 oder sowas. Und trotzdem bringt das eigentlich gar nichts, das Level. Ein paar Punkte, okay, aber sonst. Ich glaube, viel mehr bringen die Waffen oder so. Für sowas habe ich auch kein Monster. Was soll ich denn noch suchen? Ich war jetzt fast überall. Außer. So krass, ist gleich da vorne. Also, wenn das hohes Gras ist, dann. Ei, wie klein ist der denn? Kleiner Mann, alles klar? Oh, war ein Mädchen. Alvin, du bist gekommen und der menschliche Rider auch. Ich dachte, ich komme nie nach Hause. Keine Sorge, Kleines, jetzt bist du sicher. Warte mal, sind nicht insgesamt 3 Kinder verloren gegangen? Ich wurde von den anderen getrennt. Zuletzt waren wir bei einem riesigen Baum zusammen. Werden sie wohl auf sein? Ein riesiger Baum? Es gibt nur den einen im Wendewald. Das sollten wir uns als nächstes umsehen. Ja. Der riesige Baum. Nicht wissen. Oh, Amuletteffekte haben nachgelassen. Ein riesiger Baum. Jetzt kann ich hier schon wieder durchkämmen, oder was? Ich weiß nicht, was für die ein riesiger Baum ist, ey. Riesiger Baum. Alter, du warst nicht mal an mir dran. Was willst denn du von mir? Überfall nennt er das. Ach, ich hab ihn überfallen. Der ist du Kupra. Was? Kappa. So, dann suchen wir. Ach, wir gehen mal hinten zur Kiste. Vielleicht
entdecken wir ja diesen riesigen Baum. Ja, komm. Frosche kann da glaube ich nicht mehr gegen ihn kämpfen, ne? Nö, muss nur einmal gegen ihn kämpfen und dann habe ich die irgendwie in meinem Monster-Lexika, was weiß ich was. Aber die Items brauche ich ja wahrscheinlich für Rüstungen zu basteln. Oder zu schmieden. Vielleicht kriege ich dann mal meine besseren Rüstungen und Schwerter und was weiß ich nicht was. So, aber der riesige Baum. Wie finde ich den jetzt? Königskrone. Und ich mach's auch mal kaputt. Ja, den habe ich noch nicht mal gehabt, ey. Keep up this pace. So, wo kann der Baum denn sein? Wo kann der Baum? Auch nicht. Ich hier, warum ist denn eine geöffnete Kiste? Baum. Meine Frischspuren sind alle weg. Na toll. Jo. Kann hier sein. Links an. Auf seine Füße. Vielleicht gibt es andere Items oder so. Überhaupt das hier. Oh, kann ich auch sagen. Achso, war das Spinnennetz. So, Baum. Hier in die Kurve mal reingehen. Achso, das war das hier. Baum. Ich mach mal hier gleich alles clear, ey.
Baum, 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 Höhle. Was ist da? Das ist was? Was ist da? Ich kann den hohen Baum von hier aus sehen, Kumpel. Ah, da ist er ja. Aber. Was hier noch mit? Das hier noch mit? Das hier noch mit. So. Hey, kleiner Mann! Now what? Jemand ist gekommen, um mich zu finden. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Fantastisch! Alle sind. Warte mal, uns fehlt da noch einer. Wo ist denn dein Freund? Ich habe ihn am Teich aus den Augen verloren. Er sagte, er will Hilfe holen. Bevor ich ihn einholen konnte, war er weg. In der Nähe des Teichs? Ich hoffe, es ist keinem Monster in die Arme gelaufen. Komm schon. Was ist denn der Teich? Schon wieder. Hier gibt es keinen Teich, oder? Na toll. Suche den Teich. Ach, da ist ein Teich. Geh auch mal auf die Map. Da ist der Teich. Richtig. Also, wo ist das letzte Kind? Ich will rechts rausrollen. Da hinten. Ja. Phew. Looks like we found them all, buddy. I'm glad the children are all right. Thank Mew for your help, Ryder. Mew too, Owen. Ruto children get lost fairly often. Red used to help me look for them too. Wow! Searching for lost children with Red, huh? I gotta say, you're a much more considerate guy than I thought, Owen. Now that reminds me. Huh? My papa once told me an unforgettable story of how he got lost in the forest. And how two people protected him. Hello? Any little lost felines here? Huh. Wonder where they got to. They sure are a handful. There's a monster nearby. It's an Arzuros. Looks agitated, too. Not just that. I get the feeling there's something else. There's gotta be a reason it's all riled up. Fight! A cop? I get it. You were only trying to protect your kid. Here to hurt you. Phew! That was awfully close. Aha! There you are. What have you been doing all this time? We just wanted to get a little honey, but that Arzuros got mad at us, and she's been on our tails for the last 3 days. Well, you didn't get hurt, so I guess all's well. Come on, let's get you home. Red, how could you tell the monster had a cub? Simple. I heard the monster's voice. The monster's voice? You really are strange. So Red could actually hear what monsters were saying? Sounds like my buddy's grandpa was a real character. Everybody get back! It's a monster! Ein Duramboros! Aha! Was macht ein Berg von einem Monster an einem Ort wie diesem?
bin genauso überrascht wie du. Die Kinder dürfen nicht verletzt werden. Wir müssen bekämpfen. Aber sicher. Oh. Lass mal gucken, was können wir denn hier angreifen? Körper, Schwanz, Beine. Gehen wir mal auf den Schwanz. Krass, dass die Viecher so hammerheftig stark sind. Nimmst du mich auf die Pfote? Wie kann sich etwas so Großes überhaupt so drehen? Die Rambos haben einen empfindlichen Gleichgewichtssinn. Ziel auf seine Beine und er fällt auf den Erdboden. Das sagt er mir jetzt. Die Beine. Was ist denn jetzt mit seinem Schwänzchen? Der ist doch fast down am Schwanz. Mach ich erstmal trotzdem den Schwanz kaputt. So, jetzt gehen wir auf die Beine. Oder ist der Schwanz immer noch heile? Ist es immer noch hart? Was ist damit? Ich will jetzt den blöden Schwanz kaputt kriegen. Na komm. Aha, zwei Teile gebrochen. Geht doch. So, sind ja noch die Beine übrig. Zack! Gehen wir doch mal jetzt da drauf, ne? Bam! Junge, jetzt ist unsere Chance, die Zeit für die Offensive. Ach, jetzt? Wir waren die ganze Zeit in der Offensive. Juhu, das muss das größte Monster sein, das wir je geschlagen haben. Weißt du, es ist erst schade, dass ich Monsters Stimme nie so hören konnte wie der alte Red. Du musst echt hart arbeiten, um die Tricks deines Opas zu lernen, Kumpel. Bringen wir diese Kinder zurück zum Dorf. Jo, machen wir doch mal. Bringen die Kinder zurück zum Dorf. Hier gibt es jetzt nichts mehr für uns, deswegen beamen wir uns zurück zum Dorf. Ja. Ups. Wo war denn das? Ja, hier. Da sind wir wieder. So, als allererstes mal unser Gebet verstärken. Beten.
Danke. Muss ich noch ein Amulett öffnen? Amulett. So, Questbrett. Was haben wir hier? Prüfungsquest, was Neues? Nein. Nebenquest, was Neues? Oh. Kann ich alles einreichen? Krass. Erfüllt. Ups. Warum muss ich das immer machen? Ach, da automatisch. Eieieiei. Ist ja cool. Jede Menge geschafft hier, was ist denn los? Ups. Wow. Dann gibt's wieder neue. Read it. Das war's, ne? Alles akzeptiert. Okay. Gut, dann sind wir jetzt. Mal auf die Map gucken hier. Oh, da habe ich noch ein Nebenquest fertig. Steht auf der Brücke oder unter der Brücke? Schauen wir uns mal an. Doch, hier. Oh, es ist, als ständige ein junger Red hier vor mir. Als ich Red zum ersten Mal traf, trug er, sagen wir, ein interessantes Outfit. Es ist bloß die Bitte eines alten Mannes, aber ich würde mich freuen, dich im selben Outfit zu sehen. Schatten von Red. Hammerschau. Was? Hammerschwul? Ach, das ist nur eine Quest zum Annehmen. Ultron-Rüstung. Wow, glaubt, das war ein Ultron-Rüstungsset, wenn ich mich erinnere. Es wäre wirklich schön, es wiederzusehen. Ultron-Rüstung. Naja, gucken wir gleich mal. Wir gehen jetzt erstmal hier. Okay. Glad to see the children return safely. You have our gratitude. Yeah! We eat jobs like this for breakfast! You've learned the rite of channeling and proven yourself an ally to our village. I believe you can face the Nargacuga. The Nargacuga! You're sending us on another quest already? You really know how to work your riders! That's quite enough. There's no need to get snippy with Zealot. Snippy? Us? Why, Iota? My apologies, Zealot. We'll set out at once. Fine. Just have a ton of donuts waiting for us when we get back, okay? Unbelievable. Hey, Alvin, zeig uns, wo der Nargacuga hier so rumhängt. Höchstwahrscheinlich im Westwald von Etule. Also los, gehen wir. Jo. So, wo haben wir denn jetzt unseren Schmied? Irgendwo hier unten, ne? Gucken wir mal, Bulletproof-Rüstung. Da ist er doch. So, dann zeigt man dein Equipment her. Schmieden.
Rüstung. Was der gemeint hat hier. Ha, was ist das denn Schickes? Oh Gott, da fällt mir da unten hin so komische Käfer. Oha! Oha, den kann ich sogar herstellen. Und die hat 52. Schlecht. Rüber. Gibt's keine Dingensbumsrüstung, was der wollte von mir. Sarius-Rüstung. Warte mal. Thank you. Ja, komm, laber nicht. Schatten von Red. Ultron-Rüstung. Soll ich denn die herholen? Insel Palo. Ha. Lege eine Ultron-Rüstung an. Komisch. Aber trotzdem, ich kann mir hier ein paar Rüstungen schmieden. Aber wir gucken mal auf die Zeit. Oh. Okay, das machen wir dann im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen.